Ja, und damit herzlich willkommen. Jetzt muss ich erstmal dieses ganze Kabelgelepp hier irgendwie fertig machen. Ja, auf jeden Fall willkommen zurück zu Let's Play Dayland. Ja, ich habe ja gestern ein bisschen was aufgenommen, das war soweit auch super. Und ich dachte mir, machst du heute gleich mal weiter. Wenn du schon im Run drin bist, bist du im Run drin. So. Das Schöne, muss ich sagen, an diesem Spiel aktuell, ist halt, wie ich in den letzten Parts schon mal gesagt habe, dass ich mich einfach entspannt auf die Couch fläzen kann. So, mach schon mal eine Sonnenblume. Wunderbar. Kann ich hier eigentlich noch mal was anpflanzen? Kohle haben wir eigentlich genug, Blumen eigentlich auch. Da würde ich einfach nur noch nach Maßstab gehen, sprich das, was ich brauche. Habe ich nur 4? Ah, hier fehlt noch. Na, ich dachte, ich hatte 5. Sprich, Blumen sehe ich eigentlich nur noch das an, was ich brauche. So, denen geht's gut. Giftige Flüssigkeit, Krabben. Und Frosch, ja super. Ja, jetzt sind wir in so einem Stack-Ding. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Die Quest müssen wir fertig machen. Dann bringt die uns einen neuen Zauber bei. Dann können wir diese Quest fertig machen. Und ja, durch das Schutzgebiet werden wir nicht so häufig angegriffen. Das bedeutet, die Bram-Quest wird sich wahrscheinlich auch massiv ziehen. Nein, falscher Knopf gedrückt. Och, ich Idiot. Ah, wollte so Nackenschmerzen, weil ich mich irgendwie verlegen habe. So richtig, nicht so Kopfschmerzen, aber so, man merkt schon so einen leichten Zug im linken Nackenmuskel. Das ist irgendwie saunervig. Da kann man halt auch nichts machen. Tut beim Bewegen halt ein bisschen weh. Das ist ärgerlich. Weil ich irgendwie nachts, habe mich halt irgendwie auf die Seite gelegt. Das an sich ist ja kein Problem. Aber ich habe halt irgendwie so verdreht gelegen und das war irgendwie nicht so geil. Jo, was mache ich dann? Ich könnte versuchen, oh, Hühnchen, jetzt aber. Gleich gibt es wieder Hähnchen. Ich guck mal, ob es irgendwas gibt, was ich noch nicht gebaut habe. Warte mal, wie viele Sonnenblumen? Eine und Weizen. Ja, mach ich mal eine Melone, warum nicht? Ich will mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe zu bauen. Nee, die habe ich alle auf Maximum. Okay. Gut, muss ich nicht rufen, Moon. Ich hätte gehofft, dass du mir... Ah, Bomben. Yuki. Wenn du die nicht aufhältst... Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Alles klar. Im Moment keine Aufträge. Ach man. Mädels, ihr macht mich fertig. Gebt dem Jungen was zu tun. So, schieben. Ich versuche jetzt mal ein bisschen drauf zu achten, nicht, dass ich irgendwie aus Versehen jetzt wieder anfange, irgendeinen Baum zu fällen. Dann kann ich mich schon mal ein bisschen dann üben, wenn wir die Level 3 Axt haben. Können natürlich noch ein paar Sachen probieren. Sprich, mit paar Sachen meine ich Dingsbums. Wie heißt's? Nochmal auf den Planeten fahren. Vielleicht finde ich ja was. Ich glaube aber nicht. Weil die Yetis hier auch fertig sind. So. Eichhörnchen! Ich weiß, ich wollte dem eigentlich aus dem Weg gehen, aber das hat mich schon gesehen und angegriffen. Oh, der ist ganz schön groß geworden, ne? Werden die stärker? Ich glaube schon. Aber dass hier nur so ein Mülltropfen ist irgendwie nicht so super. Na gut. Giftige Flüssigkeit wird getropft von den Spinnen. Normalerweise lassen die auch so ein Ding fallen. Aber wegen dem blöden Schutzgebet, was wir benutzen mussten, werden wir nur ganz wenig angegriffen. Das bedeutet, questmäßig kriegen wir eine.
eines Minimum, aber normalerweise werden wir von mindestens so zwei oder drei von den Viechern angegriffen. Ohne Schutzgebet. Von daher ist es echt... Das ist wieder so eine Situation, in die will man nicht kommen, weil das das ganze Spiel kaputt macht. Ich kann nur hoffen, dass das Schutzgebet irgendwann abläuft. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, ja, blöde Situation. Aber das, so eine ähnliche Situation hatte ich auch. Von daher ist es gar nicht... es ist gar nicht mal so unüblich. Warum greifst du? Was geht denn hier ab? Wurde schon die Zange genommen oder was? War das ein Hinterhalt? Na gut, die droppen auch nicht das, was ich brauche. Leider. Bei Spinnenbein hätte ich das vielleicht nochmal machen können, aber... Ist halt so. Naja, wir haben ja genug zu essen, von daher passt das. Das ist schon ärgerlich. Das ist wahrlich ärgerlich. Jo. Sechs von elf. Ja, bringt halt alles wirklich nichts. Bringt halt alles wirklich nichts. Da können wir nichts machen. Da müssen wir jetzt wirklich abwarten. Ich glaube, das versuche ich auch in der nächsten Aufnahme so ein bisschen hinzukriegen. Dass ich selbst so ein bisschen spiele, wo halt nichts passiert und ich dann die Aufnahme dann starte, wenn halt was passiert, weil ich glaube, ja, es ist immer so ein Hin und Her, sag ich ganz ehrlich, ich würde das Spiel gerne komplett mit euch nehmen, weil es halt auch einfach nicht so lang ist. Aber das Problem kann natürlich auch sein, dass es dann zu langwierig ist, wenn es jetzt, was weiß ich, noch zig Parts gestackt ist, dann habe ich jetzt auch keine Lust. Och, Zaun, sei du nicht im Weg. Regnet schon wieder. So, schnell drüber auf die andere Seite, da könnt ihr nicht so viel kaputt machen. Lass mich mal überlegen. Ja, eine Melone habe ich schon, aber ach komm, egal. Wir haben ja keine große, kein großes Problem. Ach, dieses Schutzgebet, das kriegst du so schnell hin, aber das macht dir halt auch viel kaputt. Hab ich da einen Blitz getroffen? Achso, ich kann nicht... ernsthaft, ich kann nicht... Stimmt, ich kann nicht in die Mine, wenn es regnet. Wenn es regnet schon, aber nicht, wenn es blitzt. Das ist das Problemchen. Tja, warst du nicht schnell genug, hm, Hühnchen? Musst du schneller sein. Lektion fürs nächste Mal. Ja. Siehst du? Habe ich nur XP bekommen, da hat es mir die eine Sonnenblume verbrannt. Das ist nicht so toll. So, jetzt würde ich gerne nochmal in die Mine gehen. Weil da hat der Goliath mir ja wieder den Wagen freigeräumt. Er tut immer so böse, ist aber ein ganz lieber. Ist aber ein ganz lieber. Komm, Fackel. Ich habe deinen Kommentar gelesen. Das kann durchaus sein, dass wir hier einen Diamant auch gefunden haben. Das würde einiges erklären. Lieber Justin, um da noch auf, darauf nochmal einzugehen. Es ist ja nicht so, als würde ich das nicht tun. Aber ich wollte das nochmal ansprechen. So, wir haben Gold und Silber gefunden. Das ist wunderbar. Und natürlich Steine. Das ist aber logisch. Ich finde es cool. Oh, super cool. Ja, du bist wie aufs Wort. Oh, Bomb. Ich will nicht, dass du meine Sachen klaust. Klaut mir nämlich immer, die versucht nämlich immer Essen zu klauen.
So, endlich, ich habe es geschafft, den größten Schatz aller Zeiten zu erbeuten. Oh, ein Schatz von unschätzbarem Wert? Nein, noch besser, das geheime Rezept des Guidos für Hühnerkeule mit Soße. Koch Brahms Spezialität, das beste Gericht im ganzen Universum. Ich habe es noch nie probiert. Als mein Verbündeter teile ich das Rezept mit dir. Bring mir 2 Hühner für das Gericht. Wie soll ich 2 Hühner herbekommen? Schnell! Habe ich schon? Hier, die Hühner! Kochen wir, nimm das Rezept und bring mir eine Portion. Ja, super, jetzt kann ich hier Piratenkoch werden, oder was? Jetzt ist der Akku jetzt zum Sanji geworden? Hm? Naja, wenigstens habe ich jetzt meinen Titel. Hahaha, ich finde das super. Da muss ich mir nicht so viel Arbeit machen. Jo, wir haben das Rezept. Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Das bedeutet in die Küche Hähnchenkeule machen. Das findet der so richtig toll. Hier, was brauchen wir dafür? Nix. Haben alles Mais. Ja, das klingt plausibel. Wunderbar, dann mache ich das auch gleich. So, wo bist du, du Lümmel? Wollen wir essen? Mein Magen knurrt und krummelt wie 2 Stürme. Hier ist deine Portion, Captain Goliath. Köstlich, dieses Hähnchen treibt selbst den härtesten Piraten Freudentränen in die Augen. Du hast nicht mal die Knochen übrig gelassen. Und eine neue Axt, cool. Hier, Akko, die alte Schatzkarte zeigt die Position deines Planeten an. Schauen wir mal. Ja, das ist keine Karte, sondern Seiten einer Geschichte. Was für eine Enttäuschung. Wenn sie dich interessieren, verkaufe ich sie dir gerne. Ja, aber das ist viel zu teuer. Auf keinen Fall, wenn man bedenkt, wie schwierig es war, sie zu bekommen, ist das ein Schnäppchen. Na gut, kaufe ich mal. Boah, ein Tausender. Du hast eine neue Seite gefunden. Wunderbar. Der hat keine mehr. Okay. Super. Warte mal, ist die irgendwie in dem besonderen Dingsbums drin? Die ist nur hier drin. Ja, 7 von 10. Das ist super. Ich will aber jetzt nicht bei jeder neuen Seite vorlesen. Wir können jetzt die Level 3 Axt machen. Das ist schon mal wunderbar. Dann sind wir doch gut hier vorangekommen. So, Blumen pflücke ich jetzt auch mal. Die, weißt du was, egal ob die reif sind oder nicht, die lasse ich einfach. Dann sieht es ein bisschen schick aus. So, macht's gut ihr beiden. Passt mir auf die Yumi auf und sei nicht so böse zu ihr. Schmiede, okay, wir brauchen Silber. Um die Level, oh, die Level 3 Axt. Ist die Level 2 Axt, die ist okay, aber die Level 3 Axt sieht schon episch aus. Dafür brauchen wir 2 mal Silber. Sollte kein Problem sein. Oh, super. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht es nämlich ganz schnell. Deswegen... Na gut, komm, ist egal. Wir haben genug Holz. Ich glaube auch nicht, dass ich noch Holz abernten muss. Könnte eigentlich mal aus Toleranz wieder ein paar Bäumchen pflanzen. Muss ich irgendwas bauen? Feuerstelle... Die Level 3 Fackel habe ich aber schon, ne? Die Level 3 Fackel habe ich schon gebaut. Meine ich. Dafür brauchst du nämlich eine sehr gute Feuerstelle. Ich habe nur diesen Kamin. Genau. Darum geht es nämlich. Wir haben jetzt hier diese Feuerstelle bauen. Dann können wir nämlich auch die Dreierachs bauen. Stimmt, das habe ich total vergessen. Okay, ich habe nicht genug Silber. Das macht aber nichts. Weil wir nämlich jetzt wieder in die Mine können. Und dann haben wir das auch schon. So, der Junge muss aber noch was essen. Das läuft super. Also minenmäßig sind wir jetzt schnell vorangekommen. Und storymäßig eigentlich auch. Ich meine, wir sind jetzt cool. Wir haben jetzt die Level 3 Axt freigeschaltet. So, wir haben jetzt viel Gold bekommen, aber kaum Silber. Metall. Okay, 6 Silber, super. Das war eigentlich in Ordnung. Und ich glaube, beim nächsten Mal können wir hier das auch komplett freiräumen. Ich glaube, das sind noch 2 oder 3 Stück. Dann geht es hier hinten nämlich weiter. Aber nur ganz, ganz wenig. Also nichts Besonderes. Ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt im Stream.
Ah, wunderbar, supi dupi. Ich könnte dieses Dingsbums eigentlich für Kinder eignen, weil das Spiel ist ja ab 6. Und soweit ich mich erinnere, habe ich diesmal echt auch auf meine Aussprache geachtet. Von daher sollte das ein oder andere möglich sein. So, jetzt mache ich ein Silber. Und kann dann eine Feuerstelle bauen. Die baue ich hier hin. Kann jetzt eine Level 3er Fackel machen, das ist super. Aber machen wir gleich mal Feuer. So, und mit der Axt können wir jetzt das Dingsbums zerstören hier. Die alte Feuerstelle. So, sieht doch schon mal wunderbar aus. Jo, egal was für ein Level die Axt hat, das bedeutet, wir brauchen immer mindestens zwei Schläge, um etwas zu zerstören. Was an sich erstmal nicht das Problem ist. So. So, wir brauchen noch eine Alkoholflasche als Brennstoff. Bom! Bringt halt nichts. So, da können wir nur Sachen kaufen. 1, 2, 3, 4, 5 nehme ich mal. Komm, warum eigentlich nicht? Kann ich noch irgendwas Besonderes von dem kaufen? Nö, aber ich kann ihm was verkaufen. Faden, Brennstoff, Kerze. Sag ich ganz ehrlich, eigentlich nein. Ich habe nichts, was ich dem verkaufen könnte. Warte mal, der will auch bestimmt Goldbarren haben. Geschichtsseite, besser nicht. Habe ich noch Goldbarren? Nee, ne? Glaube nicht. Weil Goldbahn brauchst du, glaube ich, wirklich nicht so viel. So, jetzt kann ich auch die Level 3 Fackel kaufen. Bauen, herstellen, Entschuldigung. Oh, und jetzt muss man nur noch den Level 3 Stab haben und dafür stackt das Spiel jetzt. 58, 72, 70. Siehst du, wir sind doch eigentlich ganz gut aktuell. Wir laufen ganz gut. So, kann ich eigentlich die Lilly rufen? Wenn der Locke da ist, ich glaube, mit Glück kann ich da was holen. Oder nicht. Kann ich auch nicht haben. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte da was herbeirufen. Weil die agieren ja auch ein bisschen miteinander. So, ich pflanze jetzt meine Blumentöpfe. Das ist super. Dann sieht es auch alles ein bisschen schöner aus. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, unser Planetchen gefällt uns hier ganz gut. Man merkt auch die Arbeit, die wir reinstecken. Also ich persönlich, ich als Graf Wallner würde sagen, mir gefällt es hier. Und wenn jemand fragen würde, hast du Bock da mal hinzuziehen oder mal für ein paar Wochen Urlaub dort zu machen. Mit den Voraussetzungen des Spiels, ja, du kannst essen und kannst es aber auch anpflanzen, so dass du klarkommst und expandieren und so weiter und so fort. Ohne diese Monsterangriffe, die wir selbst erzeugen irgendwie, würde ich sagen, hätte ich kein Problem damit. Das würde ich mich freuen. So, Fische sind geerntet, aber mit dem Typ geht's gut. Also ich würde da echt für ein paar Monate einfach mal zur Ruhe kommen. Vor allem dieser schöne Sternenhimmel, der ist einfach toll. Auch wenn er sich nicht dreht. Das ist voll. Das ist trotzdem alles wunderbar. Ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die giftige Flüssigkeit. Und noch eine Portion Alkohol braucht die auch noch. Ja, das braucht man immer. Wofür eine Nymphe? Ja gut. Gegenmittel. Hole die Zutaten für das Gegenmittel und sprich mit Lilly. Stimmt, die bringt uns nämlich bei, wie man das Gegenmittel herstellt. Und das hatte ich, glaube ich, beim Locke gekauft. Stimmt, da war was. Normalerweise hätten wir nämlich die Quest mit der Yuki, das Bauchweh von der Yuki gar nicht heilen können ohne das Gegenmittel. Aber das hatte ich aus irgendeinem Grund mal vom Locke gekauft gehabt, meine ich. Da bin ich eigentlich ganz froh drum. Weil sonst hätte die Yuki die ganze Zeit mit Bauchschmerzen hier rumeiern können. Hier rumeiern müssen. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. So, Kristall.
Ich will kein Schutzgebet. Ich kann... Ich bin mal wieder so richtig unaufmerksam. Ich hätte das Schutzgebet manuell abbrechen können. Jetzt werden auch wieder öfters von Monstern angegriffen. Ich sage dazu nichts. Na gut, dann... Dingsbums. Was wollte ich jetzt sagen? Dann mache ich jetzt einfach mal mit dem Let's Play weiter, ohne jetzt großartig Breakpause zu machen. Aber im nächsten Part. Weil wir sind nämlich schon genug angekommen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao mit V.